Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend. Und herzlich willkommen zurück zu Zero Sievert. Je nachdem, wann ihr euch das anschaut, ne? Ja, seit dem letzten Mal ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Ich habe ein bisschen offscreen jetzt tatsächlich mal was gefarmt. Nämlich zum einen habe ich ein bisschen Geld erfarmt und zum anderen habe ich Waffenteile gefarmt, um unsere Waffen mal zu reparieren. Ihr seht schon, ich habe hier auch schon eine neue Waffe. Also ich habe hier die ECM mir geholt. Die will ich auch noch reparieren. Ich habe unterwegs ein Gunsmith-Buch gefunden. Das wird jetzt direkt genutzt. Jetzt habe ich Gunsmith Level 2. Und ja, man sieht, dass ich fleißig war, was das Farming angeht. Ich wollte einfach, dass wir die Folge mal damit anfangen können, dass wir direkt mal einen Erfolg haben. Im Übrigen, ich habe dafür 6 Stunden gebraucht, in den ganzen Scheiß zu farmen. Oftmals, weil ich gestorben bin. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Waffen zu reparieren, kann ich euch sagen. Weil jetzt spinnen die wenigstens nicht mehr. So, dafür brauche ich ganz mit Level 3, ne? Damit ich hier noch einen höher gehen kann. Aber wir haben zumindest schon mal den nächsten Gunsmith. So, wir sollten ein paar Sachen herstellen können. Wenn wir noch einen Top finden, zum Beispiel die Küche. Den Workshop haben wir meinten nicht schon. Ich gucke sicherheitshalber nochmal, was wir schon haben. Wir haben die Ammo-Station, den Recycler und wir haben den Workshop, ja. Und bauen wollten wir noch die Infirmary, die Küche und den Scavenger. Und den Scavenger können wir tatsächlich heute endlich bauen. Jetzt haben wir heute einen Scavenger. Haben wir wenigstens einen Erfolg heute. Ich habe übrigens nur die Hauptquest gemacht. So, und da sollten wir jetzt jeden Tag irgendwas random einsammeln können. Wie zum Beispiel den Scrap hier. Der wird direkt gegönnt. Ein Brot zum Essen. Ich kann ja gleich nochmal rangehen. Ich will jetzt nochmal eben kurz den Scrap verstauen. Oh, wie leer die Kiste auf einmal ist. Das wird gleich erstmal sortiert. Das Essen hat halt ultra viel Platz gefressen. So, jetzt sortieren wir erstmal. Ich kann auch die ECM jetzt mal eben kurz hier reparieren. Für die habe ich auch mir schon den Schalldämpfer geholt. Und die Waffe gefällt mir mehr, weil sie mehr austeilt. Die nehmen wir jetzt mit. So, die hier. Die habe ich unterwegs mal mitgehen lassen, weil, why not? Die Waffe behalten wir aber mal. Muss gerade nochmal gucken. Die 762er. Ich habe auch darauf aufgepasst, dass ich die richtige Munition habe. So. Ein Drittel Paket sollte ausreichen. Wir können auf jeden Fall schon mal damit abschließen. Ich habe heute auf jeden Fall mindestens einen Erfolg, nämlich den Scavenger. Und dass mein Inventar mal ein bisschen leerer ist. Der heutige Erfolg sollte aber sonst trotzdem werden, dass wir heute endlich mal die Küche zusammenkriegen. Neben den Hauptquesten. Also ich kann hier offenbar nur einmal am Tag was erfahren. Ich würde gerne auch noch beim Baldur's mal so ein Gunsmith-Book finden, ehrlich gesagt. Einfach damit wir die bessere Munition herstellen können, die wir auch tatsächlich brauchen. So, den Schmarrn, den verkaufe ich jetzt. Außer dem einen Kohle-Ding, das kommt in die Tüte. So, hier, nimm. Ist wahrscheinlich nichts wert, aber nimm es. So, eine Milch kann ich immer gebrauchen.
Wir fahren natürlich auch darauf, dass wir den Scavenger noch weiter verbessern, weil wir da mehr Zeug dort bekommen. Also dafür werde ich immer farmen. Aber das Zeug, was für den Scavenger ist, das packe ich jetzt in eine separate Kiste. Damit die nicht mein Hauptinventar zumüllen. So, dann auf in die Wildnis zurück. Auf in den Wald. Während ich was trinke. Also ja, ihr habt jetzt nicht so viel verpasst, was ich offscreen gemacht habe. Das mal an der Stelle nochmal gesagt. Ich habe halt wirklich nur 6 Stunden lang gefarmt, ein bisschen Geld. Halt auch einen Silencer direkt für die neue Waffe gekauft, weil die stärker ist. Ich will ja die Gegner auch umnieten können. Vor allem die mit der Rüstung. Und ohne eine bessere Waffe kommen wir auch nicht an den USB-Drive, den wir in der Sägemühle finden müssen. Da müssen wir in das Gebäude rein und da gegen NPCs kämpfen. Und ohne eine gute Rüstung oder eine gute Waffe werden wir das niemals im Leben schaffen. Sag ich, wie es ist. Natürlich regnet es, wir werden einen Scheißdreck sehen. Warte mal. Erstmal Dunkelheit. Okay, unsere Hauptmission ist direkt neben uns. Ich will da aber ehrlich gesagt nicht hingehen. Ich bin einmal so knapp dran vorbeigelaufen und da ist immer Krieg. Also ich bin sogar so 2, 3 Mal dran vorbei. Solange es regnet, will ich da eigentlich nicht hin. Also ich setze mir mal den Marker. Ich gucke einfach mal. Vielleicht war das auch einfach nur ein paar Mal Pech haben, dass da Krieg ist. Aber wenn ich da jetzt die Schüsse halt höre, dann drehe ich um. Ach ja, und die ECM hat nützlicherweise diesen Scope. Wir müssen Daten finden. Die werden wahrscheinlich eher so mittig sein. Ich sage ja, da ist Krieg. Ich könnte ausprobieren, ob die mir feindlich gesinnt sind. Hier sind zigtausend von diesen bösen Kristallen. Und in der Dunkelheit sieht man die halt schlecht. Schießen die auf mich, wenn ich ihnen zu nahe komme? Die halten die Knarre schon bereit. Die wollen mich erschießen. Ich lebe auch gerade so noch, ne? Ich frage mich, was diese Wissenschaftler bei sich tragen. Die werden auf jeden Fall nützliches Zeug haben. Dass ich die Instant umgenietet habe, ist ehrlich gesagt Zufall. Ich habe gedacht, wir sterben, aber ihr seht, wie gut die ECM ist. Ich esse auf jeden Fall mal deren Brötchen. Und die haben alle so ein Sandwich dabei. Sagte ich, und der Dritte hat es jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, der hat nicht so ein Sandwich. Aber die Munition, die du dabei hast, die nehme ich gerne mit. Okay, wir müssen immer noch die Daten finden. Eventuell nehme ich mal so eine Pille wegen Radioaktivität. Ist halt ein bisschen schwerer, wenn alles dunkel ist, ne? Da ist die Leiche, die wir suchen. Okay, wir haben die Daten. Ich glaube, ich komme an diesen roten Kristall dran, ohne drauf zu gehen. Ja, aber ich sollte direkt eine Pille schlucken. Alter, ist das Gebiet gefährlich.
Ah, man sieht wenigstens langsam was. Es wird heller. Ich finde es übrigens interessant. Es regnet wie aus Kübeln, aber ich verbrenne hier trotzdem. Komm, dieser Kristall, der steht auch so abseits. Da kommt man doch auch gut dran. So, direkt, schmücken, bis das weg ist. Ich würde gerne mein Licht ausmachen. Und dann die das nippen. Toll. Okay, wir merken uns hier. Ich sollte ein paar Pillen mehr mitnehmen. Der Regen war halt auch sehr ungünstig, ne? Muss man auch noch zusätzlich sagen. Guck mal, ich habe einen mit einer Rüstung diesmal easy umgeknatscht. Ich hoffe, dass der Solo war. Also, dass der keine Kameradschaft bei sich hat. Der hatte Kameradschaft bei sich. Und das nicht gerade wenig. Ja, dass der verliert, war klar. Jetzt muss ich gucken, wo der andere Soldat ist. Ach, die haben sich gegenseitig umgebracht. Perfekt. Haben wir doch schon mal ein bisschen Loot. Hier knistert's mir zu sehr. Nicht dieselbe, die ich verwende. Also die Munition. Ein Handy und Pasta. So, hier oben ist noch der letzte Todessoldat. Der hat Geld bei sich. Also wir werden nach dem Scientist wahrscheinlich direkt nach Hause fahren. Ja, ich nehme eine Pille. Vielleicht auch zwei. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz bei den Attachments. So, Standard-Dinger schmeiße ich nämlich weg. Weil die nicht mal was wert sind. So, ich meine, hier rechts müssen wir das mit dem Scientist abgeben. Könnte auch hier gegen Geld mich heilen, ne? So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich nehme das hier. Oder warte, es hat ein Attachment. Ja, das will ich haben. Dann kann man nämlich noch zusätzliche Sachen dran packen. Da habe ich auch schon ein bisschen was gefunden. Was für Pelz willst du diesmal? Wölfe und Wildschweine. Und einen Radioturm müssen wir finden. Sechs chemische. Vier chemische, das sind die grünen. Sechs Feuer. Und zwei elektrische. Keine Ahnung, wo man die elektrischen herkriegt.
erstmal verstäuben wir das gute Zeug. Das Gute ist, ein bisschen von diesen Kristallen haben wir schon. Die packe ich einfach mal in Kiste Nummer 5. Warum kann ich das noch nicht dran packen? Geht's jetzt? Nee. Ich darf nicht. Ist das Scope nur mit dem Teil verbindbar? Wäre es mit meinem jetzigen Sniper-Gerät verbindbar gewesen, dann hätte ich es damit verbunden. Meine Knarre ist wieder ein bisschen besser geworden. So. Die Mühle ist direkt in unserer Nähe. Der Turm, der wird uns nicht angezeigt. Ist er überhaupt hier? Okay. Sagt mir gar nichts. Hier draußen wird es noch einfach, die niederzustrecken. Drinnen ist der Teil, der schwer wird. Au. Okay, drei sind down. Einer läuft unten rum, das habe ich gesehen. So, einer ist wieder weg. Kannst du mal stehen bleiben? Geht doch. So, gucken. Eventuell ist hier noch einer. Ja, und der ist taub. So, draußen waren das alle. Jetzt kommt der Teil, der schwer wird. Weil jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt gehen wir nämlich da rein. Die wir da geguckt haben. Und da drin wird uns das Scharfschützengewehr so gut wie gar nicht helfen. Im Gegenteil. Es wird uns teils wahrscheinlich sogar behindern. Ich heile mich lieber, glaube ich, nochmal voll. Und das Scharfschützengewehr hilft ja wohl hier drin. Ich kann die da drin auch one-shotten. Gut zu wissen. Noch hat mich keiner bemerkt. Ich lade die eine Kugel eben nach. Da war einer. So, noch einer down. Ich gehe eben kurz raus, damit ich mich heilen kann. Ich glaube, rechts waren nur die drei. Das Gute ist, mit dem Scharfschützengewehr sind die halt One-Hit.
Ja, hier waren nur drei. Ja, hier sind definitiv nur drei auf der Ecke. Okay. Ist auch wieder ein Hintergrundwissen, das man sich merken muss. Irgendwie eskaliert es an genau der Stelle da. Bevor ich die loote, will ich erstmal sicher gehen, dass hier echt keiner mehr ist. Okay, die haben mich nicht mal mitbekommen. Okay, ich habe dann nochmal zwei gekillt. Und ich glaube, wir. Ne, da ist noch einer. Jetzt haben wir das Gebiet geklärt. Okay, jetzt kann ich hier in Ruhe und Frieden looten. War tatsächlich einfacher als gedacht. Ich habe nicht mal meine andere Waffe gebraucht. Das hätte ich auch die ganze Zeit mit der Sniper erledigen können. Okay, höchstwahrscheinlich ist in dem Safe das, was wir suchen. Mal eben kurz auf die Karte gucken. Der Exit ist tatsächlich sehr nah. Wir gehen erst dahin und von dort aus gehen wir dahin. Ich weiß nicht, was diese Notenblätter auf dem Boden sind. Ach nee, warte, das sind wahrscheinlich hier Sackkarren. Guck mal, hinter dem Stein muss ich mir keine Sorgen machen. Zwar kein Geld mitgebracht, aber wir haben die Quest erfüllt. Warst nicht du, das war wahrscheinlich der da oben. Das war der von der grünen Armee, der wollte den USB-Chip. Den speziellen. So, ich nehme mir am besten, glaube ich, einfach die fetteste Waffe, die der hat. Um Gottes Willen. Na, guck mal, jetzt muss ich auch Ghule töten. Das erledige ich sowieso immer nebenbei, dass die draufgehen. Feind der Ghoul Slayer. Oh, da kriege ich ein MRE oder eine Cola. Das habe ich, glaube ich, schon längst geschafft mit der Amo. Mit dem Scrap Weapon, das muss ich noch machen. Unload. Scrap. Erstmal schlafen bis 6 Uhr. Ich kann den Schmied nochmal, also das Abo-Ding ein bisschen erhöhen. Ich muss ein bisschen Waffenschrott erstmal sammeln, deswegen wird der erstmal nicht verwendet. Ich brauche nur ein Kissen, dann kann ich die Infirmary machen und ich brauche einen Topf. Okay, ich kann das Waffending zweimal aufbessern. Ach, das kann man nicht so machen, oder wie? Ich dachte, man kann die damit immer weiter steigern. Okay, dann kann ich nur verkaufen. Ich hoffe, das bringt wenigstens Geld. Zähl vor zwei. Wow. Die Kisten, die bringen nur zwei. Okay, das nennt man dann Verschwendung. Okay, für die Zukunft gemerkt. Okay, fertig geladen. Müssen wir noch diesen Radioturm finden. Kann es sein, dass es an einem von diesen Punkten ist? Wir können ja mal nachgucken. Gucken schadet nicht. Wir müssen auch so eine Ghoul-Höhle finden. Also wir haben so oder so heute auf jeden Fall Erfolge zu verbuchen. So, einfach mal nachgucken. Nee. Vielleicht auf der anderen Seite der Map.
Da ist ja auch nochmal so ein Teil, nur dass da auch noch irgendwas angezeigt wird. Ich habe mir halt noch nie diese Enden angeguckt. Das Gute ist, einer von denen ist ja auch in deren Camp reingerannt. Alter, warum ist es da so verstrahlt? Und er hat auch einen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, hier war ich schon drin. Hier kann ich auf jeden Fall mich eben kurz heilen. Ich habe leider Gottes nur noch die Bandagen dafür. Aber besser als gar keine Heilung. Gegen Blutung habe ich jetzt zur Not dieses Gel. Irgendwas rastet da aus. Oh, da ist unsere Autobatterie, die wir noch mitnehmen müssen. Ich würde mal sagen, die Ghule sind in deren Camp reingelaufen. Oder er ist zu den Ghulen gelaufen. Das trifft offenbar er. Der wollte wahrscheinlich mir hinterher. Und ist denen in die Arme gerannt. Und das Gute ist, die haben sich so sehr bekriegt, dass jetzt, glaube ich, keiner mehr lebt. MRE nehme ich immer mit. Damit ich gleich nichts, damit ich noch was habe gegen Blutung. Ich sollte auch eine der Pillen nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren, ne? Ne, das waren, glaube ich, alle. Wo ist dein Schlüssel? Komm, gib ihn mir. Obwohl, der hat offenbar nur Krieg hier geführt. Der hatte den Schlüssel nicht. Der da hat ihn. Jetzt ist er tot. So, hier vor das Haus lege ich die Autobatterie mal hin. Damit ich die gleich wiederfinde. Wenn ich hier jetzt schon alles geklärt habe, gönne ich mir auch das Haus. Ich will auf jeden Fall auch die Autobatterie mitnehmen. Habe ich Schokolade dabei? Nee. Hast du Schokolade dabei? Du hast ein Heal-Ding dabei. Unten ist ein Lami. Ich guck mir die vier Häuser da auch noch gleich an. Deinen Loot brauche ich. Ich brauche auf jeden Fall deinen Schlüssel. Du hast eine Schokolade für mich. Komm. Ich weiß, dass du den Schlüssel hast. Falsche Taste. So. Oh, ein Standard-Heal-Kit. Das heilt aber sehr gut. Nochmal ein paar Pillen. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Platz habe ich denn? Ich habe noch 5 Kilo abzüglich der 3, 4 Kilo, die das eine Teil mit sich nimmt. Also die Autobatterie. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Im Safe wird nur Geld sein. Also Sachen, die ich verkaufen kann. Und das wiegt zum Glück auch so gut wie nix.
Ja. So, ich nehme hier die ganze Zeit die falsche Munition mit. Vorgrip. Da ist ein Magazin für mich drin gewesen. Also für die Waffe, die ich gerade verwende. Wir nehmen die Autobatterie auf jeden Fall mit. Die brauchen wir für das elektrische Ding. Und ich weiß nicht, wie sehr man das Ding braucht. So, nochmal Geld. Und hier Kit. Okay, hier drin ist nichts mehr. Wir gucken uns die vier Häuser noch rechts an. Jetzt bin ich natürlich überladen. Genau jetzt. Sind wir halt im Lahmarsch-Modus. Hier lebt ja eh nichts mehr. Wie weit ist denn das nächste etwas entfernt? Wir nehmen den oberen. Aber dann über da nach da. Nachdem ich natürlich hier rechts in den Häusern war. Die drei Teile noch. 3000 noch, dann haben wir unsere Rüstung. Wir haben bald die bessere Rüstung, ne? Das ist irre geil. Die ganzen Wolfspelze und die Glühbirnen hier rein. Von denen brauchen wir ja 24. Ich pack die Autobatterie einfach jetzt hier rein. Für das hier haben wir ein neues Magazin gefunden. Und das ist wesentlich besser. Das war das Standardmagazin, ne? Das verkaufe ich mit. Fällt mir ein. Scope. Ist ein kleines bisschen besser. Muss hier oben Zeug verkaufen, weil da unten kein Geld mehr hat. Der hat auch kein Geld. Leute, warum seid ihr denn so arm? Oh, ich kann die besser Nike-Goggles kaufen. Ich könnte die alten verkaufen jetzt. Und dann die Zweier holen. Dann sehen wir, wie sehr die besser sind. Aber natürlich holen wir uns erstmal die Rüstung. Das Beste wäre halt wirklich, wenn wir das andere Teil halt auch noch direkt kaufen könnten. Aber jetzt können wir uns endlich erstmal eine richtig gute Rüstung gönnen. Die hier, die kommt jetzt weg. Ich glaube, es lohnt sich nicht, wenn wir die reparieren. Ich verscrap die einfach. So, Leute. Jetzt passiert's endlich. Wir kriegen die Hunter Armor. Die hier. Ja. Oh, unser Aussehen hat sich dadurch auch verändert. Boah, guck mal. Wir haben jetzt richtig viel Abwehr. Wir können endlich was einstecken. Das hat mich halt so sehr genervt, dass die Rüstung halt vom Prinzip her gar nichts wert war. Habe ich irgendeine Quest abgeschlossen? Supply. Beim Bartypen. Ach ja, wir haben ja einen MRE gefunden und sogar nach Hause gebracht. Du hast auch nichts, was irgendwie was wert ist, ne? Ich guck einfach, was den höchsten Preis hat. 990 hier oben. Wer bietet mehr? Bisher keiner. Nee, das hier ist das Beste. Was willst du jetzt? Dreimal Pasta, achtmal Fisch und Tuschonka. Und Wölfe töten, was ich eh nebenbei mache. Collect two USB. Ja, das kann ich auch nebenbei machen. Und Schokolade sammeln.
Unglaublich, was wir jetzt alles mitnehmen müssen. Ich guck mal hier, wir haben jetzt eine richtig riesige Questliste. Aber am meisten macht mich halt glücklich, dass wir die Hunter Armor endlich haben. So, als nächstes 20.000 ansparen. Damit wir halt die bessere Night Vision haben. Die wird dann auch direkt ausgetestet, wie gut die ist. Ach komm, verkaufe ich noch einen von den Kristallen mit. Kann ja auch unterwegs einen neuen sammeln. Ich gehe auch direkt hier hoch. Und dann gucken wir mal, wie gut die zweite Version ist. Zack. Zack. Oh. Ich will gar nicht jetzt wissen, wie stark die sind, ne? So, dann mal gucken. War schon mal weniger Gefrimmel als bei der anderen. Müssen wir aber natürlich bei Nacht einmal austesten. Wie viel Uhr ist gerade in-game? 10 Uhr. Momentan können wir sie nicht austesten, aber wir haben die Night Vision 2. Alter, so viel, was wir heute plus machen, ne? Richtig gut. Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen. Ich wüsste halt gern, wo wir diesen Radioturm finden. Ich habe das Gefühl, dass da der Turm ist. Wir müssen auch noch so eine Höhle erkunden von diesen Ghoulen. Das würde ich sagen, machen wir nächstes Mal. Ich will ja auch noch irgendwas Neues fürs nächste Mal aufheben. Also safe Neues. Ich habe jetzt richtig viel Melee-Verteidigung. 25. Vorher war es, glaube ich, nur 2. Ich will einfach sehen, was das für ein Riesenunterschied ist. Wenn einer von euch Ghoulen mal eben kurz zu mir kommen. Komm, hau mich einmal. Okay, ist nicht so extrem viel besser geworden. Aber man muss es ja testen. Ich nutze jetzt einfach das Medikit, was ich gerade eben gefunden hatte. So, lebt da noch einer? Ich musste die töten, die waren auf dem Weg. Da ist noch einer. Weg mit dir. Verreck. Wie viel gammeln hier denn? Okay, das scheint der letzte gewesen zu sein. Ich guck gar nicht erst, was die im Inventar hatten. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Dafür bin ich jetzt hier ins Gebiet des Todes gegangen. Da gehe ich in. Obwohl. Ich habe einen guten Schutz dagegen. Ich kann die holen. Sicherheitshalber halte ich aber die Taste auf den Bandagen. Okay, ich kann nur einen mitnehmen. Kloppt ihr euch doch, das geht mir am S vorbei, ich will dahin. Für dich haben wir die Schmöker-Quest fertig. Ich glaube, ich nehme mir den Gunsmith einfach nur, damit ich die Munition jetzt selber machen kann. So, ich will traden, hier nehmen. So, was wollte ich denen noch geben? Erstmal nur das hier. Du willst die Pelze. Die gebe ich dir auch, dann ist mein Inventar nämlich schon mal ein bisschen freier.
Hätte ich das gewusst, hätte ich noch mehr mitgenommen. Von denen habe ich nicht so viele. Okay, jetzt habe ich noch einen Grund, diese Gule umzunieten. Wir machen mittlerweile nur noch Fortschritte. Das macht mich glücklich. So, ganz mit bis auf Level 3. Jetzt können wir die bessere Munition auch herstellen. Die, die für uns bestimmt ist. Aber erstmal reparieren. Um Gottes Willen braucht man viel, um die zu reparieren. Ach, die Durability ist auch gerade nicht besonders hoch. Hier, die können wir jetzt endlich basteln. Jetzt haben wir ein Krankenbett. So, das kann verkauft werden. Warte mal, ich guck mal vorher. Medication. Jetzt kann ich die Pillen herstellen. Brauche ich die Seife noch irgendwie? Nein, die Seife wird nicht mehr gebraucht. Auf jeden Fall haben wir hier oben auch noch eine Quest abzugeben, nämlich den Destroyer. Das hier will ich. Warte mal. Weapon, Weapon. Unterschiedlich Geld, ne? Ich nehme trotzdem das, ne, das hier. So, jetzt muss ich 40 Ghule über den Haufen schießen. Sind einfach nur mehr geworden. Ich skippe jetzt extra mal bis zur Nacht, weil ich mal gucken will, wie das Nachtsichtgerät jetzt zeigt, wie gut das jetzt ist. Ich will das draußen einmal jetzt sehen. Ich habe jetzt für ein besseres Nachtsichtgerät gezahlt. Das hat viel Cash gekostet. Ich will jetzt wissen, ob sich das gelohnt hat. Man sieht viel. Ein bisschen Frimmelsicht ist noch da. Aber man merkt einen Unterschied zu dem vorherigen Ding, vor allen Dingen ein bisschen deutlicher als bei dem anderen. Ich denke mal, wenn man das dritte hat, dann hat man komplett keine Sichtprobleme mehr. Also ist schon ganz praktisch für die Nacht. Ich glaube, diesen Radioturm muss man echt random finden. Ich sehe keinen Anhaltspunkt, wodurch man den auf der Karte entdecken sollte. Da war ein Ghoul. Ich muss euer Tentakel mitnehmen, ich erinnere mich. Wahrscheinlich ist hier eine Höhle irgendwo. Ein Tentakel, zwei Tentakel, 12 von denen brauche ich. Von denen brauche ich ein paar. Guck mal, obwohl ich mittendrin stand, nur 29 abbekommen. Also allein dafür hat sich die Rüstung gelohnt. Okay, wir haben richtig viel gutes Zeug gesammelt. Wir können jetzt auch noch die Küche machen. Und wir können die Box erweitern. Küche, go. Ach ja, mein Inventar ist voll, ne? Ich muss eigentlich nur irgendeine Sache wegpacken.
Und ich weiß auch, welcher es sein wird. Nämlich hier die Ghoul-Dinger, die wir ja die da unten haben. Ich habe den zweiten Teil noch nicht fertig. Ich kann dir ja schon mal den Shit verkaufen. Das Kruzifix ist jetzt nicht so extrem viel wert. Es geht besser. Muss Platz für die eine Kiste machen. So, jetzt haben wir auch eine Küche. Wir haben alles. Und jetzt fehlt ein Schraubenzieher. Aber hier ist es deutlich leerer geworden. So, das packe ich einfach nur hier rein. Sehe ich nicht ein. Ich gehe jetzt nur einen einzigen Schraubendreher holen. Die finde ich ja in der Stadt zuhauf. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich glaube ja wohl, es hackt. So. Tier 2 von dem Ding. Es hat auf jeden Fall die Kiste erweitert. Hat es hier auch noch was verändert? Scheinbar nicht. Die Rüstung zu reparieren ist echt teuer. Guck mal, hier kann ich die Pliers ruhig gebrauchen. Kann ich meine Waffe mit sehr gut regenerieren. 35 einfach auf die Waffe. So, mal gucken. Gebratenes Fleisch. Wie viel mehr bringst du? 23 Hunger. Ein Moment mal. Na gut, man kriegt zwei dafür. Aber trotzdem, ein einzelnes bringt mir mehr. Das bringt genauso viel wie die Suppe und kostet wesentlich weniger. Aber dafür wiegt es 1 Kilo. Das Gewicht ist geringer. Wenn würde ich eher auf die hier gehen, wenn ich mal ordentlich diese dummen Bohnen kriegen würde. What's on the fish? Haben wir abgeschlossen. Ich nehme mir einfach die Schokolade, weil dann kann ich damit die andere Quest ein bisschen abkürzen. New Arrivals. Eine Police Armor. Warum soll ich die Standard Armor nehmen? Wenn würde ich die Police Armor nehmen, allein schon zu verkaufen. Guck mal, bei der müssten wir endlich mal auf die nächste Map. Aber ich will natürlich erstmal die Questen abschließen, die auf der vorherigen sind. Du hast hier auch noch Sachen zu verkaufen. Ich weiß nicht mal, ob man die GPS-Marker wirklich braucht. A Packet for Radio Tower. Ich wollte ja den Scheiß hier noch loswerden. Weil momentan brauche ich den nicht. Wenn ich den nochmal brauche, dann sammle ich den einfach wieder. Ach, hier sind die richtigen Radioaktivschutzanzüge. Suit, Alter. Der ist ja noch mal eine komplett andere Klasse. Der kann 29 Kilo packen. Wie viel packt mein jetziger? 19. Die beiden Backpacks hier.
wären auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Und die Suits, die die hat. Alter, vor allem. Dafür, dass der 100.000 kostet. Der schlägt meinen jetzigen Anzug in allen Kategorien um Längen. Das ist wahrscheinlich die beste Rüstung im gesamten Spiel. Vor allem Radioaktivität einfach komplett voll. Da kann ich wahrscheinlich einfach durchlatschen, als wäre es gar nicht da. Kann ja einfach mal vergleichen, eben kurz. Das ist meine Armor. Und das ist diese. Wie gesagt, in allen Punkten gewinnt die. 45.000 für den. Na gut, dafür hat man aber weniger Movement Speed. Aber damit käme ich klar, weil ich könnte dann so 11, 10 Kilo mehr tragen. 10 Kilo. Was ich dann alles mitnehmen könnte. Und vor allen Dingen. Obwohl, wenn, dann würde ich eher auf den Rucksack gehen. Erstens ist der billiger und zweitens macht er meinen Movement Speed nicht runter. 4 Kilo könnte ich verkraften. Weil ich die nicht mitnehmen kann. Habe ich sonst noch irgendeine Quest fertig? Offenbar nicht. Als nächstes müssten wir mal hier auf die Truhe gehen. Sobald wir die Storage komplett aufgeboostet haben, brauchen wir die Dinge eigentlich auch nicht mehr. Hier sind die Barrels. Ich brauche eine kürzere, hieß es. Bräuchte ich dann die hier? Offenbar, ne? 11.000 kostet die. Ich kann die mir nicht kaufen, weil meine Reputation nicht genügend ist. Man kann ja mal kurz gucken. Da ist es nicht. Hier, Green Army. Ich glaube, wir sind gerade mal so auf Level 2 bei denen. Bei den Bandits haben wir halt 0. Ach, die Relations sind noch in Development. Die sind noch in Arbeit. Die sind damit noch nicht fertig. Mich würde auch interessieren, wie man das Dynamit einsetzt. Würde ich einfach nur mal gerne hochjagen sehen. Jetzt ist ja nicht die Armor nehmen, ne? Die ist nicht mal ansatzweise so stark wie die da unten. Aber irgendwie Reputation müssen wir bei denen haben, weil jetzt konnte ich ja die Night Vision 2 holen. Ich könnte momentan nur auf eine längere Level gehen, momentan, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Wenn bräuchte ich die hier. Wofür ich halt auf jeden Fall noch Reputation bei dem brauche. Okay, so oder so würde ich sagen. Ich gucke noch vorher, ob hier noch was liegt an den Teilen. Scheinbar nicht. Ich würde sagen, wir haben für einen Abend genug geleistet. Wir haben mega viel Plus gemacht. Was diese Sammeln-Nebenquesten angeht, da würde ich wirklich sagen, das ist wieder so eine Sache, die ich offscreen für mich mache, weil das irre lange dauert, das Zeug zu sammeln. Da würde ich halt so zwei, dreimal in diese Mühle reingehen, da eben kurz alle über den Haufen ballern und dass wir da ein bisschen so das Zeug zusammenkriegen, dass wir das einfach beim nächsten Mal direkt abgeben können. Ich habe ja mittlerweile auch mehr als genügend Plätze dafür. Auch was die Wildschwein-Szene angeht, einfach, dass ich die Offskins zusammensammle. Naja.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Wenn ja, könnt ihr ja auf YouTube ein Abo und ein Like da lassen, auf Twitch ein Follow. Und von der YouTube-Zuschauerschaft verabschiede ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Tschüss!